So, 12 Uhr, Zeit für Mittagessen. Ich finde, wir könnten mal wieder an die Saftbar gehen. Da waren wir schon seit 2 Tagen nicht mehr. Heute ist Zeit für meine tägliche Yoga-Einheit. Ich liebe einfach dieses Feel-Good-Management. Und wenn ich dann nach Hause komme, habe ich noch genügend Zeit, für was Schönes mit meiner Familie zu unternehmen. Ach, was würde ich jetzt gerne Feierabend machen. Aber jetzt muss ich noch 3 Stunden hier bleiben, um meine Stunden voll zu bekommen. Und wenn ich dann daheim bin, dann sind alle schon am Schlafen. Das Konzept des Feel-Good-Managements soll grundsätzlich dazu dienen, das Wohlbefinden des Mitarbeiters zu erhöhen. Da das Erreichen einer solchen Wohlfühlatmosphäre mit zeitaufwendigen Aktivitäten verbunden ist, verschiebt sich das Ende der Arbeitszeit somit nach hinten. Familienleben und Freizeit bleiben somit auf der Strecke. So, meine Herrschaften, es ist Zeit für die tägliche Spielerunde. Wir treffen uns in 5 Minuten in Raum 202 für Teambuilding-Maßnahmen. Oh, jetzt nicht schon wieder, oder? So, dann würde ich sagen, spielt der Herr Fragapane und die Frau Wegenkette gegen den Herr Limberg und die Frau Brosius. Denken Sie daran, haben Sie Spaß und arbeiten Sie an Ihrer Teamfähigkeit. Bis später dann! Wie soll ich denn mit der im Team gewinnen? Ihr weiß doch keine einzige Antwort. Die Anwesenheit eines Feel-Good-Managers führt nicht dazu, dass ein Unternehmen mit einem negativen Betriebsklima nach außen hin plötzlich ein positives Bild abgibt. Interne Spannungen lassen sich nicht alleinig durch ein Feel-Good-Management beheben. Oh, heute war ein langer Tag, aber endlich geschafft. So Leute, ich mache mich jetzt mal auf den Heimweg. Mein Freund hat heute Geburtstag und ich back dem noch einen kleinen Kuchen zur Überraschung. Ach, Frau Wegenkette, könnten Sie bitte den Marketingplan fürs Jahr 2018 noch aktualisieren? Ich weiß, das nimmt einige Zeit in Anspruch, aber wir haben doch zuletzt die neuen Schlafkojen installiert. Und Sie können sich ja unter einer der neuen Duschen erfrischen. Und dann sehen Sie, dann geht die Arbeit danach auch noch mal viel einfacher und wie von selbst, ne? Oh, von wegen Happy Life. Damit die Mitarbeiter dem Unternehmen nahezu rund um die Uhr zur Verfügung stehen, stellen Arbeitgeber diverse Wohlfühleinrichtungen zur Verfügung, meistens unsinnige Angebote. Dies führt zu einer meist für den Mitarbeiter unfreiwilligen räumlichen Bindung zum Unternehmen zulasten des Privat- und Familienlebens. Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zu der heutigen Bastelstunde. Ich bin Ihr Feel-Good-Manager. Ich habe Ihnen schon ein paar weiße Blätter bereitgelegt und ein paar Buntstifte. Da dürfen Sie sich jetzt malerisch betätigen und ich möchte, dass jetzt hier mal jeder malt, wie er sich in dem Unternehmen hier wohlfühlt. Und später werden wir das natürlich in einer großen Runde besprechen und dann kann jeder zeigen, wie es ihm hier geht. Ich freue mich! Ich dachte, Feel-Good-Management soll zu meinem Wohlbefinden beitragen. Ich habe gar keine Lust auf Malen und meine Gefühle vor der ganzen Belegschaft preisgeben will ich auch nicht. Oft werden Mitarbeiter forciert, sich an sämtlichen Feel-Good-Programmen zu beteiligen, entgegen ihrer eigentlichen Interessen. Durch den Zwang, sich wohlfühlen zu müssen, bleiben individuelle Bedürfnisse und Selbstbestimmung des Mitarbeiters auf der Strecke. Letztendlich ist Feel-Good-Management, wie wenn man den Menschen die Flüssigkeitszunahme verbietet und ihnen zum Ausgleich kostenlose Salztabletten zum Kauen schenkt.
Was man braucht, sind professionelle Feel-Good-Manager, die die Bedürfnisse der Mitarbeiter genau kennen. Sie sollten also nicht nur den Unterschied zwischen Generation Y und Z begreifen, sondern auch in Aktivität umsetzen.